Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Dead by Daylight. Heute mit dem Brot. Genau, das Brot ist auch hier. Ja, wir sind auf der Michael Myers Map. Die mit den 3 Millionen Sackgassen. Meine Lieblingsmap. Meine absolute Lieblingsmap. Genau. Und hier ist schon wieder irgendwer. Ah. Oh. Ja, ich verstehe nie ganz, wann man durchsteigen kann, wann nicht. Ich versuche immer an den falschen Stellen über diesen Zaun zu klettern in der Panik. Und laufe immer auf irgendwelche Terrassen, wo es nicht weitergeht. Und echt cool. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen noch gespielt ohne euch und bin jetzt sogar schon Stufe 25, so dass ich jetzt 4 Perks habe. Ja, fühlt sich cool an. Auf jeden Fall. Und ich Und. fühle mich schon Oh wieder nein. Oh beobachtet. nein, oh nein. Ach, ist er bei dir? Wunderbar. Okay. Oh. Gut, ich glaube, das ist nicht der Michael Myers, weil ich hatte Herzschlag und bei dem hat man normalerweise, glaube ich. Oder man hat manchmal ja, manchmal nein. Okay. Omega VD. Lauf. Gut. Oh, warum ist denn der schon wieder hier? Irgendwie. Die Map ist, habe ich das Gefühl, sehr klein und ich komme gar nicht dazu, Generatoren gescheit zu machen. Ah, verdammt, ich hab. Oh, sind ja viele Raben. Ja, hier sind So. irgendwie, ich habe auch das Gefühl, hier sind mehr Raben auf dieser Karte als bei anderen Maps. Vielleicht liegt es daran, dass wir halt so viel drinnen, also so viele Möglichkeiten haben, im Haus irgendwas zu tun, dass sie deshalb die Raben außerhalb der Höhle haben. Ich glaube auch, es gibt für den Killer einen Perk oder eine Opfergabe dafür. Ja, wie gut ist das, weil dann so eine sein, die hätten wir dann gesehen, oder? Verdammt, ey. Der dachte sich, ich werde aufgehängt, kein Bock mehr. Unglaublich, ey, wie ich das liebe. Warum fängt man denn überhaupt ein Spiel an? Das ist für mich so ein Rätsel. Vielleicht hat er ja auch disconnected. Ja. Yeah. Natürlich. Fantastic, das Spiel, ich merke es schon. So, den ersten habe ich. Jo, dann gut, dass du jetzt den ersten gemacht hast, weil dann rennt er nämlich zu dir, dann kann ich mich jetzt den zweiten fertig machen. Ich glaube nicht, dass er zu mir rennt. Ich kenne mich auf der Map halt kaum aus, leider. Ist es doch der Michael Myers? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, er schaut jetzt nicht in diesen Schrank rein. Ist es Michael Oh Gott. Myers? Ich weiß es nicht. Ich habe nur sehr viel Herzschlag, aber ich sehe den Killer nicht. Verdammt. Da ist jemand entlang gekrochen. Nein, es ist die neue. Die Lisa ist es. Die Lisa. Ja, es ist Lisa. Ach, die mit den komischen Fallen. Genau. Lisa, was machst du? Oh mein Gott, diese scheiß Sackgassen, ey. Boah. Schrecklich. Die ist irgendwie ziemlich beschränkt. Warum? Also, sie hat ihn gerade aufgehoben, fallen lassen, aufgehoben, er hat sich freigewickelt und konnte einfach wieder weggraulen und sie hat eine Falle gemalt. Also, irgendwie ist die nicht ganz die Vielleicht ist sie hellste. friendly. Nee, friendly ist sie nicht. Ach ja, übrigens, ich hab. Letztens, eher gesagt, gestern gespielt und da waren tatsächlich zweimal hintereinander so ein Friendly Killer. Ja, ist ein bisschen langweilig, aber zum Farmen super, vor allem es ja gerade noch den Bonus gibt, dass man doppelte Blutpunkte bekommt. Friendly Killer heißt, der lässt dich Generatoren machen, der lässt sich Sachen auf dich draufschmeißen, dass du halt Punkte bekommst, aber der will auch so ein bisschen Punkte, dass er dich immer wieder mal anhittet, du wirst geheilt und ist echt cool, also da kann man richtig gut farmen. Ich hab den Killer gerade bei mir. Ach, der verfolgt dich, kann das sein? Nein. Nee, weil hier wird der Killer verfolgt gerade jemanden. Ich schau den beiden zu, aber die packt es irgendwie nicht, weil die irgendwie voll beschränkt ist. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ein Bild für Nee, die Götter, ey. ich bin unten im Haus und ich soll normalerweise den Generator. Hier unten im Haus ist normal immer einer. Entweder links oder rechts, je nachdem.
Bin ich blöd? Ja, das weißt du schon länger. Nee, hier ist keiner. Danke. Nein, hier ist keiner. Ist doch immer einer gewesen. Das finde ich jetzt komisch. Okay. Wer war in meiner Kiste? An deiner Kiste? Hast du deinen Namen drauf? Oh, oh. Lisa ist irgendwo. Oh, diese gemeine Assi-Bratze, ey. Woher wusste die, dass ich hier bin? Ich weiß nicht, es gibt sowas wie Glück, Intuition und anderes. Das ist der blödeste Generator hier auf der Straße. Genau, auf der Straße. Aber wenigstens habe ich das Fenster. Nein. Oh, wieso kriegt die mich denn? Das Brot liegt flach. Das Brot ist jetzt nur noch ein Toastbrotscheiben-Ding. Jetzt kann man der Butter drauf schmieren. Ach komm, wir gehen ihn retten. Wir wollen ja nicht, ist ja. Oh mein Gott, wieso habe ich mal das Glück, dass ein Haken genau da ist, wo ich bin? Ihr macht eine Falle unten drunter. Direkt unten drunter? Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich die Fallen entschärfen? Kennt aber auch, ey, das ist ja unglaublich. Naja, sie ist weggelaufen gerade. Aber ey, sie kommt wieder. Sie sucht einen um dich herum. Ja, ich guck, dass ich mich irgendwie rannt. So bitte. Macht's keinen doch, Sinn? Doch. Die ist gerade weggerannt. Sie campt einfach. Doch, macht sie den mich. Ja, weil sie verkackt halt irgendwie hart. Jetzt kommt sie wieder. Jetzt rennt sie zu dir. Achtung. Oh Gott. Wo ist sie? Ich muss kämpfen, ich kann nicht gucken. Komm schon, hit the space button! Ach verdammt! Die ist gerade nicht da, die rennt gerade irgendwo hinten rum. Ja, warum schreck ich weg? Oh Mann! Okay. Das war, wenn die mich jetzt aufhängt. Ja. Warum hab ich auch festgesteckt, ey, ganz im Ernst? Ja, es hat eigentlich mehr oder weniger sogar gut geklappt, weil ich wurde angehittet und aber Flucht verkackt, naja, passiert. Ja, das Brot ist weg vom Fenster. Ja, das Brot ist jetzt schimmeliges Brot. Es ist so unglaublich, ich springe über dieses eine Hindernis drüber. Und dann wollte ich nach links laufen und es hat nicht funktioniert, dann will ich nach rechts laufen und dann war sie schon da. Nee, oder? Die kommt jetzt nicht hier runter. Doch, bei mir hat es auch komischerweise. Ich war im Haus oben. Ich habe keine Ahnung, wie die wusste, dass ich da im Exit. Das muss Zufall gewesen sein. Jetzt müsste sie abge. Oh, ich hab. Sie ist sehr nah. Also, wie gesagt, ich habe echt den Eindruck, die Map ist sehr klein, weil irgendwie. Lisa, geh weg. Geh. Dann gucke ich mal, was ich mehr kaufen kann. Die Taschenlampe nutze ich ja mit M2, also Rechtsklick. Ja, dann leuchtest du hinter dich nochmal. Hinter mich? Aber das Problem ist, ich stöhne so laut, also. Oh Gott! Oh mein Gott, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Nur einen halben? Ohne Spaß! Ach du Heiliger! Oh, hast du das gerade gesehen? Nee, ich habe gerade neue Sachen gekauft. Wie, du schaust mir nicht zu? Es tut mir leid. So. Oh Gott, wohin? Wohin mit mir? So, jetzt gucke ich dir auch wieder zu. Oh, hier geht's dir ganz runter. Das war eigentlich nicht so gewollt.
Ah, der ist schon an. Ah, den habe ich ja schon gemacht. Okay, das könnte. Ich müsste mal diesen Dark Bloody mal finden, dass der mich mal heilt. Aber ich sehe ihn einfach nicht. Komm schon, ihr packt es noch. Noch zwei Generatoren. Ich finde gerade nicht mal einen und ich würde auch gern mal den Typen finden, damit der mich. Was war das denn? Das war so ein Schlammgeräusch. Ja, ist also eine super Sackgasse hier schon wieder, naja. Okay. Ich finde gerade keine Generatoren einfach. Ich laufe hier rum, aber. In den Häusern sind die doch in der Regel, oder? Ja, ich war jetzt gerade schon, brauche ich jemals hier. Das nächste. Ach, da unten war ich auch schon. Ich auch. Wenn die mich findet. Ich finde einfach keinen Generator, ne? Schau mal im Haus links. Da war ich schon. Da unten ist definitiv keiner. Ja, ja, definitiv. Dann ein weiß ich, wo er ist. Der ist außerhalb. Der steht genau in einer Ecke. Ich guck mal hier in dem Haus gegenüber. Weil da müsste eigentlich einer drin sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Jetzt bin ich auch gerade genau auf sie zugelaufen noch. Ja, ist vorbei. Ich bin ihr gerade in die Arme gelaufen. Rest ist. Ja, sie läuft weg. Also sie campt von weiter weg. Wahrscheinlich damit ihr da reinspringen kann. Eben, halt. Mit ihren Dreiecken ist es halt ganz einfach. Ich finde, sie ist der bessere Fallensteller. Ach, schade. Nee, der kommt mich nicht mit. Ich habe gerade auch ganz vergessen, die zu blenden irgendwie. Ich hätte sie eigentlich blenden können, aber klappt ja auch meistens nicht. Ja, da muss man schon länger zielen und das ist immer schwierig. Ja, ich bereite schon mal die nächste Runde vor. Überlebe mit deinem Freund. Ich kämpfe hier noch ein bisschen. Hallo, das sind meine Freunde. Vollkornbrot und Roggenknorrenbrot. Und Burrito darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, ich konnte einfach keinen Generator finden. Also ich bin rumgelaufen durch die Map und da war einfach nichts. Ganz blöd. Naja. Dann machen wir mal weiter. Sag Bescheid, ich lade dich ein, ich hab schon vorbereitet. Ja, ich bin soweit. Wunderbar. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in den Lobby-Simulator. So. Bread and Burrito, Bread and Burrito, bitte kommen. Bin schon drin. Ja, hab schon gesehen. Ach ja. Dennoch muss ich sagen, die Runde ging zwar schnell vorbei, aber ich für meinen Teil habe jetzt das erste Mal gegen die neue Killerin gespielt. Ja, und sie hat mich einmal echt hart erschreckt. Ja.
Aber nächstes Mal musst du mal drin bleiben, weil gucken auf meinem Bildschirm, falls ich was übersehe und so weiter. Ja, ja, ich hab ja dann zugeschaut. Mir so, ich hab ja dann zugeschaut. So Tipps geben. Ja, ja, Hints, kleine Hinweise, die dich vielleicht retten. Aber nur vielleicht. Zum Beispiel, wenn du. Oh, das ging jetzt ja richtig das schnell. Das ging richtig schnell. Wenn du irgendwo einen Generator siehst, weil ich finde irgendwie keine. Ich habe dir zwei Tipps gegeben, welche sind. Ich weiß, dass in einer Ecke von der Karte einer steht. Ich wollte deine Tipps nicht annehmen. Ja, das ist das Problem. Das ist unglaublich, ey. Ja, du kannst mir Tipps geben, aber ich werde deine Tipps nicht annehmen, weil ich bin Dark Burrito. Ja, es ist so, ich nehme deine Tipps zur Kenntnis und irgendwann, wenn ich ohne dich spiele, setze ich sie vielleicht auch um. Aber wenn du ohne ich kann spielst, halt... Ja. Genau, weil wenn ich sie jetzt umsetze, dann denkst du, oh, ich bin so cool, meine Tipps stimmen und ich bin der Beste und... Ja, klar, nee. man muss das Ego immer niedrig halten, ne? Genau, ich mag dich mehr als Schimmelbrett. Ja, weil du dich dann besser fühlst. Genau. Unglaublich. Unglaublich, immer diese Burritos, unglaublich. Die stecken immer voller Überraschung. So... Dann warte noch mal kurz, bis das auch mal losgeht, irgendwann dann mal. Ja, ich hoffe. Ah, jetzt geht's los. Oh, da ist direkt jemand. Bist du das? Ach nee. Ja, der Brett übrigens, der hat immer sehr viel Killer gespielt und ich hab mir jetzt gesagt, komm, du spielst jetzt mal, zusammen, du scheiß Ego, und jetzt spielen wir Überlebender. Und jetzt sucht er sich erstmal einen richtigen Überlebenden und ist deswegen auch erst Level 2. Oh Gott. Das fängt so uncool an. Du warst auch gerade hier, oder? Ja, der Fallensteller ist hier. Ja! Level 2 halt, ne? Diese Noobs, die werden immer direkt angehittet. Unmöglich. Ach, sei still. Kann gerade ich sagen. Schon liegt er flach. Wie lange spielen wir? 30 Sekunden? Nein, nicht mal. Da kann ich jetzt rein gar nichts für, dass der genau dann kommt, wenn ich... Komm schon, werde ich. Oh. Bringt doch nichts mehr. Das ist auch noch der Fallensteller. Pass auf, der stellt eine Falle. Okay, ich schrei noch länger bitte. Wo ist denn der? Ich sehe mal. Ist weggelaufen ums Eck. Also ich habe auch keinen. Also doch, ich habe auch Herzschlag. Jetzt ist der Herzschlag weg. Achtung, da ist eine Falle. Oh. Ich sag dir doch noch, da ist ein Fallensteller. Nein, ich dachte. Da... Geil, ich dachte irgendwie, der geht die gleich suchen. Ich hab irgendwie die ganze Zeit beobachtet. Ich kann nicht mehr, ey. Aber ich hab nicht mitbekommen, dass der die aufgestellt hat. Immer noch, ey, das ist unglaublich. Der hat mich eben hochgehoben und es ist einfach nichts passiert. Ich hab mich einfach wieder in den Haken gebacken. Komm mit, weg. Damit wir uns gegenseitig heilen können. Weil, ich hab ja auch dieses coole Anführer-Perk. So, bleib stehen. Wir müssen dem jetzt auch helfen, der hat mir auch versucht zu helfen. Ja, nur schnell kurz mal heilen, weil sonst sind wir... Los! Der kommt. Da links ist er. Heil mich, alles cool. Ich glaube nicht, dass der uns sieht. Doch, er kommt direkt auf uns zu. Doch! Lenkst du ihn ab? Ja. Anscheinend nein! Du bist eine sehr schlechte Ablenkung! Oh, der ist nicht mehr hinter mir. Nee, ehrlich nicht! Nee, aber ich sehe dich, wie der hinterher rennt. Oh! Ja. Eieiei, aber gegen zwei Überlebenden beschweren, ja? Ja, irgendwie... Oh, ja, sag mal. Hättest du mal lieber mich gehalten, anstatt ich dich, Mensch. Er stellt eine Falle auf. Los. Los, schneller, lauf. Nein, lauf, stopp nicht. Doch, lauf, sprinten, irgendwer. Falle. Oh mein Gott, die steht doch weit genug weg. Oh. Die steht da ja am Arsch der Welt. Naja. Ah, der hat auch dieses V
Fallen-Perk. Glaube ich. Das, doch, boah, das, doch, das klar. Ist ja nicht, Mann. Guck mal, wir sehen alle gleich aus unten links da in der Ecke. Wir sind alle so schön auf einem Bein. Eine richtige Dance-Crew. Generatoren wären mal was, also das, das irgendwie, die gibt's auch noch in dem Spiel. Der verfolgt mich gerade hart. Oh, das gibt's. Wieso ist der so schnell? Naja, der Killer ist eigentlich meist schneller. So, ich guck mal, dass ich jetzt ein bisschen. Weil dich zu retten macht keinen Sinn. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich hätte mich beinahe freigewickelt. Das ist aber keine Falle vor mir, das ist nur irgendwo eine Falle. Bist du nicht sofort tot? Nee. Ich bin gerade echt weit weg. Ist da einer bei dir in der Nähe, der dich gerade retten kann? Ich kurz, ich will mich gerade auf Leertaste drücken. Ja, da kommt gerade einer, glaube ich. Ja, gut. Dann mache ich nämlich hier den Generator. Ja, sieht knapp bei dir aus. Ah, okay, gut. Ja, super. Warum hält er mich mitten auf dem Feld, Mann? So ein Held. Manchmal ist das Offensichtlichste wirklich gut, weil da denkt der Killer nicht dran. Oh mein Gott, warum ist er schon wieder bei mir? Ja, du bist wenigstens geheilt. Ich humpel hier. Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen. Aber Hound Dogs hat er gesehen. Ja, ihr macht es ja. Ich bin hier kurz mal. Ja, mach du die Generation. Ja, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ich sehe es kommen. Weil der campt eh nicht. Ich glaube, den kannst du dann retten. Weil du bist eh voll geheilt und ich bin schon angehittet. Mach du die Rettungsaktion und ich mach den Generator. Oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Er hat's nicht gecheckt. Ich wollte eigentlich eben. Aber er hat dich erwischt. Yeah. Eigentlich wollte er mich haben, also. Ja, aber du warst doch gar nicht bei uns eben. Doch, der ist direkt an mir vorbeigelaufen neben mir. Oh. Hä? Ui. Ich glaube, er weiß, dass ja, ich noch hier bin. Tot jetzt. Ey, das Schlimme an der Sache ist halt einfach, der andere Typ hat eben die Falle entschärft, ja. Aber er hat's verkackt. Er hat einfach aufgehört, während ich. Also, ich wollte ihn ja aushaken, ne? Ich habe ihn ja aufgehackt. Und eigentlich sollte er Falle entschärft haben. Aber er löst halt dann einfach mitten drin auf. Deshalb bin ich in die Falle getreten. Ja. Manche Leute gibt's, ey. Ja, da kenne ich auch schon so ein paar. Naja. Weißt du, das sind dann die Leute, die denken, sie helfen, aber in Wirklichkeit machen sie alles noch schlimmer. Was machst du denn, General? Ja, das sind die Leute, die mich zum Beispiel mitten auf dem Feld heilen, auch und dann sterb ich. Ja, ja. Ja. Du meinst die, die sich heilen lassen? Oh Gott. Der ist schon wieder bei mir. Dreh dich mal um, du musst doch mal hinter dich gucken. Nee, ich glaub. Bleib da am Eck stehen, Alter. Du sind deine Monster-Perks, ey. So, weiter geht's. Da sind wir noch zu zweit. Ja. Ich krieg diesen Generator nicht fertig. Achtung, so, links habe ich ihn eben gesehen. Ja,
Ja, das Problem ist, ich stöhne halt wie in so ein irgendwas. Und scheuche auch noch Raben auf mit meiner himmlischen Intelligenz. Naja. Oh nein. Wo ist der denn? Warum bleibst du genau da stehen? Geh doch ums Eck. Ach verdammt, warum meiß ich das denn um? Hast du gesehen, da war die Falltür. War die Falltür da? Ah ja! Hä? Oh, nein! Wie hat er das geschafft? Ja, er konnte mich noch greifen beim Rübersliden. Los, wiggle das frei, mein Freund. Wiggle! Nein, da ist ein Haken. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein, da ist keiner, das ist nur ein Kopfschirmkopf. Schaffst du, komm schon, komm schon. Nee. Komm schon. Nein, nee. Das war so knapp. Naja. Oh Gott. Ich weiß, wo die Luke ist. Aber ja, er rettet mich nicht. Nö. Das ist ein gemeiner Typ, ey. Schade. Boah, was ein Typ, ey. Geht der lieber. Rettet der lieber sich selbst, ey. Unglaublich. Ich dachte, das ist ein Teamspiel. Ich hoffe, er kriegt ihn noch. Ja, Mann, er kriegt ihn noch. Er kriegt ihn noch. Hat er verdient. Ja! Geil. Jeder, was er verdient. Hätte er dich gerettet, wäre er nicht beim Ausgang gewesen. Wäre er nicht beim Ausgang gewesen, dann hätte er es geschafft. Ja. Gut, alles klar. Dann, wir haben es mal wieder nicht lebend rausgeschafft und tja, das war's dann für heute zusammen mit dem Brett. Macht's gut und haut rein. Ciao.